Herzlich willkommen zurück, liebes YouTube. Im letzten Part haben wir ja mehr schlecht als recht den Tee zerstört und die Leute gerammt, die Schmuggelware transportiert haben. Und hier oben hat es noch irgendwo ein Blatt. Kinder, haut ab! Blatt, Blatt, Blatt. Weiter oben. Okay, weiter. Nein, so. Connor! Hier hoch. Boah. Krass. Weiter. Ja, da. Da ist sie. Los, fang, 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 fang. Fang, fang. Jawohl. Sauber. Nun müssen wir uns mit, wie heißt der Typ? Stefan Chapeau, glaube ich, treffen. Klingt eher wie Stefan Chapissa. Aber, das wird eng. Der ist irgendwo hier hinten. So, ja, das muss zwar nicht unbedingt sein, aber... Aha, so. Ah, der ist ja gleich hier unten. Im Pub. So. Muss ich anhören? Hier. So, öffnen wir mal die Tür und sehen, was uns der nächste Teil so bringen wird. Stefan, was ist los? Wo ist Sam Adams? Wen kümmert's? Ich wurde beraubt. Ich brachte meine Wertsachen hierher und dann kommt jemand und beklaut mich. Wo willst du denn hin? Wir wiederholen, was rechtmäßig meins ist. Okay, wir gehen prügeln mit Stefan Chapeau. Chapeau. Wie spricht man das aus? Staffeo. Sind das unsere erste Opfer? Oh, nein. Regardez! Ein paar jämmerliche Rotröcke warten auf eine Abreibung! Ah, doch. Jetzt schlage ich auch noch das Gesicht rot, Rapün! So, dann erteilen wir denen mal eine Lehre. Kannst ruhig auch etwas machen. So aufgeregt wie der ist. Nahmen mir meinen Vater in Kanada und nun nehmen sie meinen Besitz hier. Oh, es reicht. Warte mal, Stefan. Ich muss hier zuerst mal meine Waffen ein wenig ordnen. Wurfpfeil. Ja. Verdammte Soldaten, das habt ihr hundertfach verdient. So, wo sind die Nächsten? Die da unten? Ja. Gut, die sind schon am Prügeln. So, ich fange schon mal an. Ja, Stefan, die sind hinüber. Komm, die Nächsten. Stefan, bitte! Halte ein und höre mich bitte an. Ich habe lange genug zugehört. Die kommen in mein Haus und nehmen meine Sachen. Ich werde mich rächen. Der Verantwortliche wird dafür büßen. Und seine Freunde auch. Du wirst dich rächen. Ein friedlicher Mann. Lernt meinen Zorn kennen. Ich habe bis jetzt die ganze Arbeit getan. Den hier kannst du machen. Hey, suchst du Streit, Engländer? Ich gebe dir, was du suchst. Bald sitzt du im Himmelschor. Ah, Stefan. Immer muss man dich retten, Alter. Ah, noch zwei unauffällige Attentate. Das, die zwei hier vorne mache ich. In dem Fall. Ups, die vier. Okay, auf den Baum. Nein, 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 wir... Kommunikationsprobleme. Kann ich beide miteinander?
Und noch einen! Ich kann den Engländern nicht entkommen. Was ist mit dem? Sie vertrieben mich. Lassen wir doch nicht Angst. Gut, die unauffälligen Attentate hätten wir für die optimale, für die volle Synchro. Boah, Stefan! Du bist nur noch halb voll. Mehr oder weniger. So, müssen wir jetzt die ganze Stadt hier aufräumen, oder? Mein Gott, du blutest ein wenig. Nein, nicht. Ja, schieß einfach. Wow, du siehst aus. Alter Schwede. Wir stacheln die Leute zu einem Bürgerkrieg auf, habe ich so das Gefühl. Wo lang? Herunter. Junge, schieß die doch nicht immer so unelegant einfach nieder. Gut, ist zwar effizient, aber Spaß macht's ja nicht gerade. Naja, wir haben die halbe Stadt getötet. Oder von den Soldaten befreit, besser gesagt. Mal schauen, ob er nun zufrieden ist. Zerstört? Du blöder Bastard! Soll ich deiner Meinung nach Johnson sagen, sein Tee hätte sich spontan selbst entzündet? Unsinn! Jemand ist dafür verantwortlich und du wirst herausfinden, wer! Und versagst du, beide ich dich aus und finde einen anderen, der es kann! Was nun? Ein Fenster öffnen. Setzen Sie Assassinenrekruten im Kampf ein oder nutzen Sie Ihre einzigartige Fähigkeit namens L2 gedrückt, um das Assassinenrad zu öffnen. Mach ich. Fähigkeit Attentat. Wird ausgeführt. Verfügbar. Null. Okay. Ein Ziel erfassen und L2 drücken, um die Verbündeten auszusenden. Ein Attentat auf das Ziel zu verüben. Okay. Keine Scheu, kommt her! Seht euch meine appetitlichen Kürbisse an! Wer zur Hölle bist du? Wow! Nicht lange herumreden. Warum? Du hast kein Recht, die Leute zu berauben. Ob das Parlament zustimmt oder nicht. Britisches Parlament? Ich arbeite für William Johnson. Johnson? Beende seine Qualen anständig. Bitte. Bang! Der ist ziemlich tot. Okay. Die Leute haben scheinbar ein Ohr für dich. Was ist mit deinem Besitz? Die Leute hören mir nur zu, weil ich die Wahrheit spreche. Deutlich. Und das ist tausendmal mehr wert als der Inhalt meiner Truhe. Sollen's die Briten doch behalten. Du hast dich heute bewährt. Ich sagte vorhin, ich gebe dir ein Ale aus, wenn du mir hilfst. Statt des Biers biete ich dir Gefolgschaft. So du willst. Deine Hilfe ist willkommen und ich danke dir. Jetzt muss ich wohl zu Sam Adams. Okay, unser erster Rekrut. Yippie-yay, Schweinebacke. Der vor Wut kocht. Mission beendet. Und hoffentlich die volle Synchro. Jawohl. Yippie-yay zum zweiten. Okay, Schlüssel vertraut im Zentral. Mit der Fähigkeit Nattentag kann einer Rekrut ausgeschickt werden und die Zielperson. Nach Mission mit diesem Symbol Ausschau halten. Es steht so viel und kann gar nicht alles lesen. Mit der Fähigkeit auf ihn kann er Rekrut. Scheiß drauf. Okay, ich renne einfach zum Ausrufezeichen. Besser gesagt zur nächsten Mission. Wir müssen ja zu Sam Adams. Hat der liebe Kanter gesagt. Das machen wir doch gleich. Hoi, Entschuldigung. Raubtiermanöver. Dreikanten und L nach oben bewegen. Aha, ja.
Das ist das mit dem Wurfpfeil. Ich nehme ja hier ein Pferd. Geht etwas schneller. Da kann ich hier unten. Ja, Kopf angeschlagen, aber geht gut. So. Hey Sammy. Sequenz 6, die Teeparty. Klingt ganz nett. Mal schauen, ob wir feiern gehen können. Uns ein wenig volllaufen können. Das Leben ein wenig genießen. Denke eher nicht. Wahrscheinlich müssen wir alle töten auf einer Party. Was geschieht nun? Wir warten auf das Signal. Welches Signal? Mehr kann diese Versammlung nicht zur Rettung des Landes beitragen. Dieses. Guten Abend, Gentlemen. Sollen wir dann? Nein. Was ist denn los? Ich wurde den ganzen Tag von einer Verrücktheit in die nächste gerissen und habe nichts vorzuweisen. Bevor ich nun weitergehe, will ich ganz genau wissen, was ihr vorhabt. Natürlich. Zuerst begeben wir uns zu Nathaniel Bradleys Haus, um den Rest der Gruppe abzuholen. Dann gehen wir zu Griffins Wharf, betreten die Schiffe und versenken den Tee. So einfach. Einfach scheint etwas optimistisch. Kopf hoch, Connor. Denn heute Nacht sind wir alle Sieger. Söhne der Freiheit schicken eine Botschaft nach England und du beraubst William Johnson seiner Geldquelle. Dein Dorf ist jetzt sicher. Ich habe eine Idee. Warum gehst du nicht voran? Dann stolpern wir nicht mehr in neue Probleme. Stimmt's? Das Glas ist doch halb voll. Schmeißen wir den Tee über Bord. Ach, die Ladezeiten. Alter Schwede. So, komm. Boston. 16. Dezember, 1730. Mehr Wachen. Wir müssen den Zaun der Menge zu unserem Vorteil nutzen. Sag mir wie, Connor, und ich sorge dafür. Ganz ruhig bleiben. Die Wachen erledigen. Was macht ihr? Ah, ihr geht in Deckung. Okay, taktisch vorgehen. Wie mache ich das am besten jetzt? Aha. Taktisch. Ziele eliminiert. Erkennen mich die überhaupt? Nein, glaube ich nicht. Hey Jungs. Du hast hier nichts verloren. Okay. Ja, ganz zurückbleiben. Okay, ich kann ja meine Rekruten einsetzen. Also meine Rekruten, meine verfügbar 14. Das checke ich jetzt nicht. Habe ich 14 Leute zur Verfügung? Ja, dann mache ich mal auf gut Glück hier. L2. Wer kommt jetzt? Wow. Okay. Ich suche den offenen Konflikt hier. Du nimm den anderen. Oh, bang. So. Dankeschön. Jetzt können wir okay, die anderen noch erledigen. Ich kann ja von Schiff zu Schiff klettern eigentlich. Wenn ich mich ein wenig schlau anstelle. So. Hier hoch. Dann irgendwie da rüber springen. Und schon sind die meisten tot. Okay. Geht doch nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Also, kann ich noch weiter hoch? Komm, nein, nicht um die Ecke schauen. Hier hoch. Nein. Ah, sauber. Ja, das sieht schon besser aus. Okay, weiter nach oben kann ich nicht.
Wenn er auf diesen zwei Seilen laufen kann, kann ich doch bestimmt... Ja, wunderbar. Klappt ja. Gut, kann ich einen Morden totschlagen von hier oben? Da gehe ich doch so etwas von drauf. Ich muss weiter nach unten. Wo? Auf die Seile? Ah, super. Halt dich fest! Oh, Gott sei Dank. Ich kann immer noch keinen Attentat verüben. Oh! Runter, noch ein wenig, gut. Ja, jetzt! Jetzt ist es in Ordnung. Okay, auf den Typen da ein Attentat. Und ich nehme die hier mit. Spektakulär! So, voilà. So. Du gib Ruhe! Wow, 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 Junge. Ja, das hast du jetzt davon. Den hier. So langsam. Ja. So, et voilà. Wir müssen sie in Schach halten, solange der Tee versenkt wird.